Yo, willkommen zurück, Leute, im nächsten Part von Far Cry 3. Part Nummer. Far Cry? Sorry, ich bin immer noch vor Far Cry. Nein, dann wait natürlich, das war gerade ein Scherz. Part Nummer 3. Und weiter geht's. Ja. Ja, im letzten Part haben wir Stucky ordentlich den Arsch versohlt. Mit so einer schönen Leuchtwumme hier. Jetzt geht's weiter zur Tankstelle. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen Ja, hatten. das haben wir schon rausgefunden, dass der da ist. Das wäre ja schon gewesen. Aber jetzt ist alles wieder neu für uns. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Ja. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Ich finde das krass, wie ein Spiel Licht so eine Wärme, so ein. Ob so ein Spiel so komplett düster und dunkel ist, da ist das echt so ein Seelenheil, wa? Also. Oh, Manuskript. Dann nehmen wir Lemmet. Gucken wir uns Lemmet mal an. Da waren wir, glaube ich, gewesen, oder? Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Gut, das haben wir so nicht gesehen gehabt. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Eine ganze fucking Woche. Oh, da ist eine Thermoskanne. War der mit dem Ding? Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe Ja, zu rufen. ja, ja. Können wir ja gleich gehen, mein Freund. Ich muss ganz kurz die Thermosflasche mitnehmen. Looten, was das Zeug hält. Ich glaube, die Thermosflaschen spielen irgendwelche Making-ofs und so eine Zusatzvideos frei, die ich mir später angucken könnte, wenn ich wollen würde. Oder wir jetzt angucken wollen, das muss ich mir noch überlegen. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Das würde zumindest das mit Stucky erklären, mit dem Ölteppich auf dem Boden und so. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Maybe. So. Das wird öfter noch vorkommen. Aber wie ist das Licht auch so ein bisschen blendend, wa? Boah. Kann man die Kasse plündern oder so? Ja, vielleicht nicht. Lesen? Was soll ich denn da lesen? 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen. Tombola. Wettangeln. Was? Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik für die Kinder. Hasenzahn Charlie. Nachmittags. Und die unglaubliche Fantasie Marugi von Montgomery. Montgomery. Und Montgomery den Magier. Abends. Verpassen Sie nicht die legendären Hirschfestparade. Oh, 68-jähriges Hirschfest. So, krass. Gibt's ja schon seit ein paar Jahrzehnten. Ist ja schon nicht übel. Gibt's schon seit einer Weile. Oder sollen sie sich wieder stören? Gibt's denn nicht irgendwo ein Telefon oder was? Ach, da ist ein Telefon, okay. Gut, gehen wir mal ran da. Ich geh auch mal so ein Telefon ran. Polizeiwache Bright Falls? Oh. Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet. Im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay?
Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ach. Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Auch nicht schlecht. Also, wenn Stucky nicht mehr da ist, war das wohl doch alles eine wahre Geschichte, oder? Es gibt tatsächlich keine Insel in Cauldron Lake. Tja. Und dafür liebe ich Alan Wake. Das ist krass. Das ist schon... Und die Musik, ey. Epic. So, ja, Alan Wake wird Tatsache in Folge unterteilt. Ich überspringe die Musik einfach mal. Sorry dafür, aber ich muss es tun. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du ihr vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. Ja, Punktblenden, warum nicht? Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Geil. Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest Kaffee aufsetzen. Der wird dich wärmen. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht. Aber diese Fotos werden wirklich großartig. Oh ja. Du brauchst wohl eher du das den wird eine lange Nacht. Ich setze ihn auf. Okay. Hier ist unser Büro, wo wir arbeiten. Und hier, oh, ich als Topmodel. Oh yeah. Ich sehe ein bisschen aus wie Dr. House, etwas jünger. Finde ich. So. Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Das mal Telefon? Kann ich was machen am Telefon? Nee. Okay. Also ein bisschen umgucken hier. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Geheimnisse noch. Da. Wusste ich es doch. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Okay. Untersuchen. Ah. Da sind also die ganzen Werke von Alan Wake. Und zwei goldene Pistolen. Ich wette, das soll irgendein Gimmick für irgendein Game sein. So, Schütz und Easter Egg. Ich könnte da gerade nicht viel... Oh, ich bin rein. Nicht viel damit anfangen, leider. Ey, kein Kacken. Ich kann doch jedes gutes Spiel in diesem Genre. Nee, leider nicht. Aber ich hoffe, die Leute steigen. Cool. Oh ja. Jetzt kommt meine Frau so rein. Ey, was machst du hier? Ich stehe auf dem Klo. Und du so? Oh, ein bisschen Klopapier langsam nachkaufen. Vier Rollen sind nicht gerade... Sind nicht gerade viel, ne? Ich frag mich, warum zwei Leute in so einem Haushalt so eine riesen Bude brauchen. Da passen ja mindestens 10 Leute drin, ey. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier ein paar Bücher von mir noch? Nee. Okay. Oh, wir haben nicht mal einen Fernseher! Aber das Sidebar-Ding haben wir dazu. Okay. Ach, hier ist der Fernseher, okay. Gerade frisch gekauft wahrscheinlich. Guckt man hier raus? Nö. Schade. Oh, Schnee sieht man mit einer Wege auch nicht gerade oft. Gut, dann zieh endlich mal den Kaffee auf. Kaffee, die Alte verdurstet schon. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Gut, dann geh ich sie besuchen. Gucken, was auf dem Herzen hat, die Alte.
Ich habe gerade die Cover entwirrt. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Huhu! Ja. Gut. Schauen wir uns mal die Grütze an, die sehen super gut aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan, bitte überprüf den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Hi. Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Hat's hier keinen Scheiß? Ich bin das Gesicht. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Ich liebe dich, okay. Schatz. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Huh? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Ist ja schon süß, ne? Muss man ja so sagen. Ich rieche Sex. Im Kerzenschein. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Besser denn je? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Na klar. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Ich find's immer cool, wenn... Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ich wurde neben dem Fisch untersucht. Cool. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr mal angeln? Also ich würde gerne mal angeln. Es gibt nur ein Problem. Ich würde die Viecher ja ins Wasser zurückschmeißen. Weil mit Fisch aufschlitzen oder schlagen und umzubringen, das könnte ich irgendwie nicht. Total dumm, ich weiß, es ist ein Fisch, aber... Krieg ich mein Herz. Ich kann kein Lebewesen umbringen. Außer eine Fliege. Oder Spinnen. Oh, was? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmal. Gewinnt gerne Wettbewerbe. Noch mehr? Richard Boak, Bruce Galansky, Jacob Miller. Ich fand ein Kapitel zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo Sie sich aufhalten, rufen Sie bitte unter 555-9932. Okay. Ein Chef wird hier wohl viel vermisst an Menschen. Krass. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs.
Okay, Bertha. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Okay. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Die alte Folter hör ich vom Laden, ne? Die so in Ekelkraut hat so. Gehen Sie sich in die Dunkelheit, Sie werden dann sterben. Oh. Alice war verschwunden. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Oh, hier sind Knast. Aber ja, alle cool. Ich will mich mal erstmal umgucken, ne? Bevor ich hier was anderes mache. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Tja. Ende. Halt! Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Oh, wenn die wüsste, dass ich Stucky gekillt habe. Aber was blieb mir anders übrig? Ja. Tut mir leid, also ich bin immer so, ich muss immer alles angucken. Ich muss alles wissen, alles beobachten. Ne? Es ist nur eine Macke von mir. So spiele ich auch RPGs gerne. Deswegen brauche ich mal ewig lang für so eine Games. So. Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Ja, mit dem Ding. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Die Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Hey! Natürlich, Mr. Wake. Hey! Sie können durch den Zellengang gehen. Ich brauche hier... Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Na klar. Wo ist denn die Schatter? Oh. Wie kommt mein Manuskript hier im Knast drin? Bestimmt meine Zelle. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay. Ja, ich mach's ja schon an. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Okay. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst... danach. Okay, hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Er sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen, aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Alter, ist der am Arsch. Von der Dunkelheit und er war nicht Danny, ist er wie mit Stucky, ne? Stucky war auch nicht mehr der Stucky, den man kannte, ne? Ist ja
Ja, ist schon ein bisschen komisch, wa? Wenn sie überlegt, das ist so ähnlich. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Okay. Mal rüber hier. Warum springt er hier nicht rüber? Hör nicht rüber, aber das ist Thermosflasche. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Ich will da rüber, danke. Ich will die Thermosflasche haben. Oh, da ist ein Radio. Mal was mal kurz an, was das zu sagen hat. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich mal einen Schönheitsschlaf. Die Zeit? Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Hm. Sicher, dass das der Grund war, weshalb die Schüsse fielen, oder was? Tatsache wegen mir. So, ein Loch im Zaun ist doch bestimmt hier bei dem Brett, oder? Ja, auf jeden Fall. Wusste ich's doch. Bam! So. Oh, Manuskript schon wieder. Mann. Ich finde hier nur irgendwelche Sachen. Ich komme nicht voran gerade. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da. Keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Richtig. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Okay. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Das ist eine üble Situation auf alle Fälle. Gibt er noch was, er tot? Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen... Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey, okay. Ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Stimmt. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bist du noch ein paar, war, Alter? Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen.
Das war die Paparazzi. Das war ein schmieriger Scheißdoktor, der Melville beschließt sich selber. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ach, die schon wieder. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Ich wusste von ihm. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles weißt ist du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Irgendwie ist mir Barry sympathisch, muss ich gar sagen, war. Ich mag den irgendwie. Der passt so richtig in das Spiel rein, so ein abgedrehter Freak. So, wenn wir mit dem Typen mal reden, wa? Coole Hütte übrigens. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Oh, hi, Rusty, stimmt's? Hütchen. Wir vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Hasenzahn, Charlie. Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Ach, immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Oh, ist der süß. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Das Mammutskelett heißt Hasenzahn? Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Boah, halt doch mal das Maul, jetzt hilft er mir gerade. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Echt mal. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass ich... Ach, halt die Klappe, du Fettsack, Alter. Boah, jetzt hat er mir gerade richtig auf den Sack, ey. So, hier. Ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Okay. Gut. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Okay. Wenn du mich verarschen willst... Dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups. Und der sich dann in Luft auflöst. Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Alter, ist das ein Stressbatzen. Ich mag den trotzdem irgendwie. Der ist so cool eigentlich. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al? Boah, ey, Sam quetschen. Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Die Armee. Was? Die Navy. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um.
Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was! Die wissen schon, warum sie. Ich lass ihn da draußen rumbrüllen, ist mir scheißegal. Quatsch mal den Knopf an der Backe, Alter, ohne Witz. Oh, ein Manuskript. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, egal wie Barry drauf ist, wie blöd er eigentlich ist, aber irgendwie... Das kann man ja sagen, guter Freund ist er ja nicht. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Ach so, okay. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Was denn, Alter? Haben wir Rahmen, die mich angreifen oder was? So ein Busch drin. Was ist das für eine Hütte, ey? Lass mal reinstuppern. Ein Radio. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin also ich... Alter, ist gerade vorbeigelaufen. So klapprig, wissen Sie? Oh, okay. Sagen Sie das. Ja, genau. What the fuck? Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Ist gerade vorbeigelaufen. Ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber direkt so. Im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Egal. Oh, ich war jetzt hier schon langsam. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Schaut weiter, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao, ciao.